Brücke über die Alpen. Brennerautobahn. Letztes und schwierigstes Zwischenglied der E6, der ersten Europa-Autobahn. Von Skandinavien nach München, Rom, Neapel, Reggio Calabria. Auf Sizilien baut man bereits an der Autostrada nach Palermo. Sie wird auf einer Autofähre enden. Vom Polarkreis zum Kap der Guten Hoffnung durch zwei Kontinente hindurch. Traumziel einer euroafrikanischen Verkehrsader. Hier in Trient, dem Sitz der Brennerautobahngesellschaft, wird der Computer gefüttert. In Bruchteilen von Sekunden spuckt er die fertige Planskizze aus. Die Vorarbeiten dauerten über 3 Jahre. Immer wieder wurden Stimmen laut, selbst von Experten: Der Bau der Brennerautobahn von Brenner bis Bozen ist eine Wahnsinnsidee, eine Utopie in Beton. Während die Österreicher ihre 38 Kilometer lange Brennerautobahn von Innsbruck zum Pass 1969 nahezu fertig hatten, waren die Italiener noch beim Planen. Servicewelle von Radio München. Am Brenner 4 Stunden Wartezeit. Brenner bis zu 30 Kilometer Stau. Ein Verkehrschaos ohne Gleichen. Wegen Bauarbeiten 7 Kilometer Stau. Italienreisende werden gebeten, über den Reschen oder über die Schweiz und Österreich einzureisen. Auf der Brennerstraße erhebliche Wartezeiten wegen Sprengungen und verstärkten Baustellen. Die Behinderungen durch einen Erdrutsch bei Abzwang konnten inzwischen beseitigt werden. Die Brennerstrecke ist für Pkw vorerst nur einspurig befahrbar. Der für Mittwoch vorgesehene Benzinstreik wird abgesagt. 20 Monate nach Arbeitsbeginn ragt die erste Pfeilerstraße aus dem Eisacktal. Jeder Pfeiler eine eigene Konstruktion. Pfeiler im Wasser, Pfeiler im Sumpf, Pfeiler im Fels, Pfeiler in der Wiese, Pfeiler am Hang. ...1500 Arbeiter wurden eingesetzt. Berge wurden abgetragen, Felswände gesprengt, Festungen geschleift, Bauernhöfe eingerissen. Die Strecke Brennerbozen wurde in 10 Baulose eingeteilt. Baulose, die selbst für Firmen von Weltruf, für Ingenieure, Facharbeiter wie Hilfsarbeiter, zum Schicksal wurden. Drei große Widersacher stellten sich beim Bau der Brennerautobahn in den Weg. Der Fluss, in diesem Fall der Eisack, der bei Gewitter und Schneeschmelze seine Wasserführung verhundertfachen kann. Dann die ungewöhnlich verkehrsreiche Brennerstraße mit einer Verkehrsdichte bis zu 1800 Fahrzeugen pro Stunde und das ohne den Baustellenverkehr selbst. Und schließlich die Brennerbahn, eine der wichtigsten europäischen Bahnlinien zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa. 200 Züge am Tag, Tausende von Güterwagen mit Südfrüchten, Autos, Maschinen und nicht zuletzt D- und Personenzüge mit 5000 Reisenden passierten Tag für Tag die Baustellen über, unter oder neben dem Bahnkörper. Eigene Schutzbauten für die Bahn wurden errichtet. Das ist nur einer von den einigen hundert Pfeilern, die einmal die Fahrbahn tragen müssen, weil das Tal zu eng, der Verkehr zu stark, die Siedlungen zu dicht und der Fluss zu nah sind. Monate dauert es, bis so ein Pfeiler die Scheitelhöhe erreicht, eine gefährliche Arbeit. Einige Pfeiler sind auf zu lockerem Fundament eingesackt, haben Schlagseite bekommen, begannen bergab zu wandern. Die Arbeiter, meist aus Süd- und Mittelitalien, sind zäh und fleißig. Nicht nur, weil die Kapos und Ingenieure streng sind, nein, weil hinter jedem schon ein Neuer wartet.
Hier bei Gossensass überspannt die längste Betonbrücke das Pflerschtal, den Ort Gossensass, die Bahnlinie und die alte Brennerstraße. Gleichzeitig überwindet das Bauwerk beachtlichen Höhenunterschied und das bei nur 3,7% Steigung. Das italienische Meisterstück der Brennerautobahn. Das österreichische Pendant ist die Europabrücke zwischen Patsch und Schönberg. Wir waren damals 1962 beim Bau dabei, beim Schließen der letzten Lücke, dem spannendsten Moment in der Vollendung dieser Brücke. Denn nie wird diese stärker belastet als in dem Augenblick, wo die stählernen Brückenteile, durch Krane und Träger beschwert, frei vorragen und ohne Auflage, ohne Gegenlager sind. Die 1030 Meter lange und nach Süden abfallende Viaduktbrücke von Gossensass war für die Italiener Schlüsselstück. Sie ist mit nur 3,7% Steigung so genial gebaut, dass sie im Winter selbst Schwerlastern das Anlegen der Ketten vergessen lässt. Für die Bewohner von Gossensass, Sterzing, Brixen, Klausen und Bozen war der alte Brennerverkehr eine wahre Pein. Wenn hier die schweren Brummer durch die engen Gassen fuhren, verklemmten sie sich nicht selten an Hausecken, Lauben und Erkern, lösten in den Wohnungen das große Beben aus. Nur die Wirte in Sterzing und am Zwölferturm sangen das Lamento der Geschäftsschädigung wegen der nun vorbei- und durchfahrenden Autobahn. Aber nirgendwo hier hat bisher der pleite Geier den Tiroler Adler verscheucht. Wenn auch die Leiden des Brennerverkehrs auf keine Kuhhaut gehen, die Bauern schlauen Südtiroler leben vom und verdienen am Brennerverkehr. Vielen Südtirolern fuhren die Gäste schon immer zu schnell durch ihre Orte durch. Erst hat man gegen die Bahn, dann gegen die geteerte Autostraße protestiert. Und 1920? Wenn diese Herren Automobilfahrer weiter unsere Hennen überfahren, dann wird man uns zwingen, Hufnägel und Zimmererstifte auf die Landstraße zu streuen, auf das den Herren nicht nur die Luft im Pneu, sondern auch die Lust, in der Welt herumzureisen, ausgeht. Beim Stift zu säben soll man 10 Kreuzer geben. Nur Bettler und Banausen zahlen nix in Klausen. An der Weisheit, dass das Geld auf der Straße liegt, haben sich die Südtiroler Burgherren bei juvarischer Herkunft schon im Mittelalter gesund gestoßen. Es wurde gar arg geschröpfet an Brücken, an Steigen, an Burgtoren und auch vor Kirch und Stift. Wege, Zoll, Brücken, Geld, Mautgeld, Rossgeld, Pflastersteuer, Straßgeld, Gratbüchseln musste man. Na, Auer bitte. Oder was kostet es nach Trient? Na, Auer 250, 200 und Trient 500. Obwohl die Brennerautobahn eine der teuersten Autobahnen der Welt ist, dürfte sie sich schon in 25 Jahren abbezahlt haben. In 25 Jahren aber, so hat man errechnet, wird auf der Brennerautobahn dasselbe Verkehrschaos herrschen wie vorher auf der alten Straße. Wir Deutschen sind heute die Dummen. Wir haben das mittelalterliche Recht auf Weg, Straßen, Pflaster und Brückenzoll viel zu früh abgeschafft. Der Fleckerlteppich der Autostrada del Brennero wurde peu à peu etappen- und kilometerweise verlängert. Sobald man aber in seinem Benzinesel sitzt, durch Galerien und Tunnels kutschiert, sind alle Erlebnisse mit der alten Brennerstraße, der Via Male, dieser Verdrussstrecke vergessen. An alles denkt man, an die Haustür, an den Wasserhahn, an den Kaminkehrer, an die Straße, an die Strapazen, an die Opfer, die dieses Werk gekostet hat, denken die allerwenigsten. Da fährt man zum Beispiel in 22 Sekunden auf einer Autobahn vierspurig über den See von Franzensfeste. Hier am See von Franzensfeste hat sich eine weltberühmte italienische Baufirma fast die Zähne ausgebissen. Die Pfeiler hielten nicht. Man musste den Untergrund erst mit 190 Grad minus einfrieren, damit die Pfeiler Halt bekamen. Es gab nicht nur einen Trassenkrieg, einen Tankstellen- und einen Rasthauskrieg, sondern auch einen Krieg um die Ausfahrten. Für die 314 Kilometer lange Strecke Brenner-Modena mussten 237 Kilometer Ausfahrten und Zufahrten gebaut werden. Der Bau der Brenner-Autobahn hat Unmengen an Beton verschlungen. Kies und Kalkschotter im Eisacktal sowie das nahe Dolomitgestein liefern hierzu den Grundstoff.
Eisenflechter, die zu den bestbezahlten Facharbeitern auf der Baustelle gehören, biegen und verdrahten die Formen, um die später der Beton gegossen wird. So sieht das Gerippe eines Längsträgers aus, in dessen Schalung nun flüssiger Beton gegossen wird. Die Träger müssen später nicht nur sich selbst, sondern auch den Verkehr tragen. Da sie sich bei Hitze stark dehnen und bei Kälte zusammenziehen, müssen die Betonköche in Physik und Chemie beschlagen sein. Damit die frisch gegossenen Träger möglichst schnell trocknen, wird unter das Zelt Warmluft geleitet. So hat fast jede der 10 Baugesellschaften ihre eigene Betonbäckerei. Für andere Baustellen werden die Träger in eigenen Fabriken hergestellt und von dort, von Polizei begleitet, auf Spezialtransportern an Ort und Stelle geschafft. Hätte man hier die über 1000 Träger einzeln an die Baustelle bringen müssen, wäre es zum totalen Zusammenbruch des Brennerverkehrs gekommen. Die für den Bau der italienischen Brennerautobahn benötigten Träger ergeben insgesamt eine Länge von ca. 140 Kilometern. Man muss je 4 Träger nebeneinander setzen. Der Beton, in Güterwagen verladen, ergebe einen 70 Kilometer langen Güterzug. Material für den Bau einer Großstadt. Dieser knallgelbe Spezialkran musste eigens für die Brennerautobahn konstruiert werden. Mit ihm werden die Travi, die Längsträger, im unzugänglichen Eisacktal vorgeschoben, eingeschwenkt und eingehängt, auf den Millimeter genau. Wenn der Kran, der einige 100.000 Mark gekostet hat, seine Arbeit getan hat, so erzählten uns die Ingenieure, wird er verschrottet, denn er ist eine Maßanfertigung, exklusiv sozusagen, für Atzwang und Blumau. Auf der Brennerautobahn waren bis zu 2000 Arbeiter eingesetzt. Sie verloren sich zwischen Brenner und Bozen. Die Großbaustelle unserer Tage gleicht nicht mehr dem Ameisenhaufen mit Legionen von Arbeitern oder dem Schauplatz einer Materialschlacht. Facharbeiter sind auch in Italien rar. Sie werden heute durch Maschinen ersetzt. Das ist der Südtiroler Josef Gaslitter. Er stammt aus einer alten Bauernfamilie, aus dem Profilerhof unterm Schlern. Sein Hof könnte so manche Modernisierung vertragen, aber woher nehmen und nicht stehlen, wenn der Bauer für einen Liter Milch in einen Pappenstiel kriegt und wenn das Pressheu bald billiger kommt als der Arbeitslohn fürs eigene Bergheu. Er hat sich als Lastwagenfahrer für die neue Straße verdingt. Eine Waschmaschine, eine Kühltruhe, neue Lichtleitungen im Stall und vielleicht sogar ein Farbfernseher oder ein Telefon müssen herausspringen. Da steht auch der Marona um sein Essen an. Ihn hat der Entschluss, hier zu arbeiten, allerhand Überwindung gekostet, denn ihm haben sie die Weinberge weggenommen. Mitten durch bauen sie die Autobahn. Auf das Essen tun sie schon was halten, meint der Gaslitter über die Italiener. Die essen kein Speckbrot aus dem Hosensack. Da muss Wein her, Bier, Spaghetti als Vorgericht, ein Kotelett oder ein Schnitzel mit Salat und eine Nachspeis, Käse, Obst und einen Espresso obendrein. Noch vor Beginn des Autobahnbaus war das Verhältnis zwischen Südtirolern und Süditalienern ziemlich gespannt. Bombenstimmung, aber negativ. Mit dem Paket, das heißt der erweiterten Autonomie, ist es besser geworden. Heute essen die Südtiroler Spaghetti, die Süditaliener haben eine nordische Spezialität entdeckt, Wiener Schnitzel und Sauerkraut. Der Marona kehrt in sein Loch zurück, so nennt er den Tunnel, den er mit Ausschachten und Verputzen hilft. Es hat den Anschein, als hätten sich hier unterm Schlern Berge, Hänge, Wiesen und Wälder gegen die Brennerautobahn verschworen. Schwierigkeiten um Schwierigkeiten. Südlich von Weidbruck beginnt die Zone des roten Porphyr, der eigentlich kein alpines Gestein ist. Er stammt aus dem Erdinnern und wurde wie ein gigantischer Lavapfropfen an die Oberfläche gedrückt. Der Porphyr, sonst ein zum Bauen gut geeignetes, massiges Gestein,
erwies sich hier als so brüchig und locker, dass Ingenieur Gentilini diese Galerie 30 Mal neu projektieren musste. Auch das hatte der Computer nicht vorausgesagt. Auf der 31 Kilometer langen Strecke Klausen-Bozen mussten wegen der Hindernisse durch Verkehr, Gebirge und sich in den Weg stellenden Siedlungen unter schwierigsten geologischen Verhältnissen 17 Kilometer Tunnels, Galerien und Viadukte gebaut werden. Dieser Abschnitt wurde zu einer der teuersten Autobahnstrecken. Jeder Kilometer kostet über 10 Millionen Mark. Monatelang hat der Marona im Tunnel gearbeitet. Er hat dabei wenigstens seinen Kummer vergessen, denn den Hof abreißen, in dem der Vater, der Großvater, der Urgroßvater gelebt und gerackert haben, in dem die Leute auf die Welt gekommen und von der Welt gegangen sind, das verkraftet man nicht so leicht von heute auf morgen. Am allerwenigsten als Südtiroler. Wenige Kilometer vor Bozen wird das Eisacktal so steil und eng, dass Straße und Bahn, Sommer wie Winter, vom Steinschlag gefährdet sind. Zur Sicherung der Autobahn müssen die Felswände entweder mit Beton gespritzt oder wie hier mit Maschengittern abgedeckt werden. Eine Arbeit, bei der erfahrene Bergsteiger eingesetzt werden. Die historische Brennerstraße umging diesen Engpass. Die römischen Legionen, Kreuzfahrer und Königszüge haben Höhenwege vorgezogen, denn hier konnten ein paar Wegelagerer mit einem Fuder Steine selbst eine 10- und 100-fache Übermacht aufhalten. Der Bau der Brenner Autobahn ist Höhepunkt einer über 1000-jährigen Verkehrsgeschichte. Vom Trampelpfad der Kraxenträger zum Saumpfad der Esel- und Rosstreiber, vom Brennerstrassel zum internationalen Handelsweg. Wirtshäuser, Herbergen, Schenken, Hospize, Kirchen, Kapellen, Schlösser, Burgen und Ruinen, wie an einer Perlenschnur aufgesäumt, weisen den Weg übers Gebirg. 1337 hat der Bozener Kaufmann Heinrich Kunter eine eigene Straße im Tal gebaut und dafür jedem Passanten einen Batzen Geld abgenommen. Adelsgeschlechter, Klöster und Hospize lebten vom Brennerverkehr quasi nach altem Rezept. Das Geld liegt auf der Straße. Heute ist die Trasse der historischen Brennerstraße über den Ritten ein vergessenes Bauernstraßel. Nur der Wanderer, der den Kuntersweg abgeht, trifft noch auf die Spuren der alten europäischen Hauptstraße. Wirtshäuser mit Zimmern wie Ratssäle, Stallungen für einen Reichs- und Königstross, Schmieden für ein Dutzend Poströsser, vorbei an haushohen Erdpyramiden. Häuser, Kapellen, Gasthöfe, Stallungen fallen zusammen, werden zu Ruinen, sind eben, wie man so schön sagt, außer Verkehr. Der Bau der Brenner Autobahn bedeutet für Südtirol Abschied von einer europäischen Bauernkultur. Weinbauern werden Weinproduzenten, Bauernhöfe werden Frühstückspensionen, die Tracht wird zur Folklore, Uniformstelle und Zuhäusel werden Apartments, die Natur wird Erholungsraum. Sommer 1972. Es wurde nichts mit der Eröffnung zu den Olympischen Spielen in München. Verdrossen schauen Urlauber, Fernfahrer und Einheimische, die im 15-Kilometer-Tempo vor sich hinstottern, zu den nackten Pfeilern hinauf. Man spricht von Streiks, Pannen, Unfällen, Prozessen und man hört immer wieder, die werden nie fertig, das schaffen die nie.
Zeitungen spotten, nun haben wir eine Serenissima, eine Autostrada del Sole, eine Sonnenautobahn und die Brennerautobahn, die unvollendete. Die Unkenden, die schon bei der Projektierung riefen, Brennerautobahn, Utopien, Beton oder Architektur des Wahnsinns, bekamen Oberwasser. Das Baulos Lodigiani, auf das mit einer eigens konstruierten, sich Meter für Meter vorschiebenden Längsträgerfabrik samt perfekter Trockenanlage einer der schwierigsten Bauabschnitte traf, resignierte. So wurde die Brennerautobahn zwischen Brenner und Bozen stückweise bis jetzt 7-mal eröffnet. Wir wollten eigentlich diesen Film für den feierlichen Staatsakt drehen, bei dem der Papst das goldene Band durchschneiden sollte, begleitet von den Staatspräsidenten und Regierungschefs Dänemarks, Norwegens, der Bundesrepublik, Österreichs und Italiens. Viele jener Staatsoberhäupter leben gar nicht mehr oder sind nicht mehr im Amt, und auch die Schere für den Heiligen Vater, mit der er das Band durchschneiden sollte, wäre beinahe eingerostet. Wehe, wenn die Deutschen ausbleiben. Das wäre der Ruin der Autobahn-Aktiengesellschaften. Hier überspannt eine Dreipfeilerbrücke den Eisack. Die Pfeiler mussten 15 Meter tief verankert werden. Und an dieser Stelle, von den Einheimischen hinter der Todeskurve genannt, verging keine Woche ohne schwere Unfälle. 80% Frontalzusammenstöße. Mit dem Bau der Brennerautobahn wird hier zugleich die nationale, die Staatsstraße, verlegt. Sie liegt nämlich direkt unter einer Lawinen- und Bergrutschzone. Fast jedes Jahr wurden die Brennerstraße und Bahn vermurrt. Der Verkehr musste über Osttirol oder die Schweiz umgeleitet werden. Noch 1971-72 gab es manche, die überzeugt waren, dass auf dieser Autobahn nie Autos und Lastzüge fahren werden. Der Brennerverkehr brach zusammen, Schwerkranke erreichten ihre Krankenhäuser nicht, Unfälle auf Unfälle, dazu Streiks, Demonstrationen, Ärger mit dem Zoll, Ärger mit der Polizei. Hunderte von Ladungen mit Vieh, mit frischem Obst, mit Fleisch oder anderen verderblichen Lebensmitteln kamen nie ans Ziel, weil sie diesen Flaschenhals zwischen Klausen und Bozen nicht schafften. Kurz vor Bozen steht der Brennerautobahn eine uralte Kapelle im Weg, St. Martin. Man befürchtete, Sprengungen und Presslufthämmer könnten die wertvollen Fresken aus dem Mittelalter abbröckeln lassen. Die Kirchenfassade musste deshalb eigens mit Strohsäcken gepolstert werden. Hier sind früher fast alle Rompilger eingekehrt. Heute hat man für so eine Einkehr keine Zeit. Heute pressiert's. Wie hat Metternich schon gesagt? Die Verrückten wollen reisen. Die wahren Reisenden wollen ankommen. Ein Fragment der Heiligen Drei Könige, der Heiligen Familie mit dem Jesuskind, St. Martin, der seinen Mantel mit dem Armen teilt, die 12 Apostel, die Mutter Gottes. Heilige, die für die Südtiroler noch etwas bedeuten, mehr sind als für jene, die nur durchreisen oder für die der Kalterer See kultureller Höhepunkt einer Reise ist. Von St. Martin ist es nur noch ein Katzensprung nach Bozen. Bozen und die Autobahn. Ein ganzes Buch könnte man darüber schreiben, über den Trassenstreit, über Proteste, Prozesse, über Planung und Realität. Hier brachte der Bau ein sich über Jahre hinziehendes Verkehrschaos. Die Arbeiter der Industriezone, die nur über die Straße zum Essen gehen wollten, wurden eingekeilt, angefahren. Schulen mussten geschlossen werden, Häuser geräumt, weil sie durch die ständigen Erschütterungen auseinanderfielen. Eigene Nord-Süd-Trasseninteressenverbände stritten sich, bis endlich die Geometer mit dicker Farbe am Fergelberg das Tunnelloch anzeichneten. Meter für Meter wurde aus den Bergen der Stadt herausgesprengt. Von hier sollte die Stadt Bozen auf einer 3 Kilometer langen Pfeilerstraße überfahren werden, sogar über Hausdächer hinweg, nicht selten haarscharf an Küchen- und Schlafzimmerfenstern vorbei. Mitten durch Stadt und Industriezone wurden Pfeiler gebaut. Das gab Proteste, Einsprüche, Beschlagnahmungen.
Denkmal- und Naturschützern von Italia Nostra gefielen die Pfeiler nicht. Es wurden eigene, schönere, diese hier, entworfen und gebaut. Diese wiederum gefielen vielen Bootsnern nicht. Und man spottete, jetzt haben wir den Westwall mitten in der Stadt. Monate dauerte es, bis auf den Westwallpfeilern die Fahrbahn montiert war. Hier musste man neue Methoden finden, um die Autobahn mitten über die Stadt vorzutreiben. Die Arbeiter froren und schwitzten zugleich. Bozen hat berüchtigte Temperaturgegensätze. Während man im Eisacktal mit etwa 50 Meter langen Stahlbetonträgern von Pfeiler zu Pfeiler baute, wird die Bozner Autobahn Rippe für Rippe an Ort und Stelle gegossen, mit Spezialkränen hochgehievt und später mit armdicken Stahlseilen zusammengepresst, verzurrt. Die Fugen zwischen den millimetergenau eingepassten Betonrippen, in denen Kanalisation, Telefon- und Stromleitungen verlegt sind, werden zu guter Letzt mit einem Spezialkit verschmiert. Bei der brückenartigen Autobahn, die in 3 Kilometer Länge über die Stadt Bozen hinweg führt, hat man neue Straßenbautechniken erprobt. Viele italienische Autostraßen werden künftig über Hausdächer hinwegführen. Das hat einige Vorteile. Keinen Ärger mit den Grundstückseigentümern, weder Straßen noch Eisenbahnen erschweren den Bau. Nur teurer ist es. Das Teeren war früher eine gefürchtete Dreckarbeit. Man hatte hier deshalb die Teere auch die Baraba genannt, nach dem biblischen Barabbas. Heute wird automatisch, elektronisch gesteuert geteert. Der Oberteerer trägt manchmal sogar ein weißes Hemd. An einem Tag kann man 4 Kilometer Autobahn asphaltieren. In K&K-Zeiten hatte das erste Teeren der staubigen Brennerstraße 6 Jahre gedauert. Mit diesen Arbeiten über Bozen geht der Autobahnbau einem vorläufigen Ende zu. Der Mann, der in 14 Jahren die Geschicke der 80 Kilometer langen Baustelle dirigierte, Ingenieur Dr. Torini, konnte aufatmen. 1966 haben wir angefangen und in diesem Jahr 1973 sind wir am Fertigwerden. Alles in allem, wir haben mit Schwierigkeiten gerechnet, mit so großen Schwierigkeiten aber nicht. Dr. Torini, Avvocato Morelli, Ingenieur Santoni, Konstrukteur Gentilini, die führenden Köpfe. Die Autobahn Brenner Bozen wurde mit ihren Unterschriften auf der Kühlerhaube am Gründonnerstag 1974 recht leger dem Verkehr übergeben, nach 13 Jahren Bauzeit. Jetzt ist es praktisch geschafft. Die erste Hochgebirgsautobahn der Welt. In 5 Stunden erreicht man die Dolomiten und den Gardasee. In 6 Stunden Venedig und Rom in einem Tag. Goethe war vierspännig von München nach Bozen eine Woche unterwegs. Die 60 deutschen Kaiser und Könige haben von Augsburg über den Brenner nach Trient 4 Wochen gebraucht. Brücke über die Alpen. Brücken für unseren gemeinsamen Kontinent. Hoffen wir's.